I am the Jochen und das ist der Frühsport für Sonntag, den 5. März 2023. Schönen guten Morgen. Es wird muckelig in den Tabellen. Mein lieber Mann, da hat sich aber einiges getan gestern. Oben wie unten in den wichtigen, interessanten Ligen. Wir gucken mal kurz drauf. Bundesliga vorne, Bayern und Dortmund im Gleichschritt. Die Dortmund hatten Freitag vorgelegt, Bayern gestern nachgezogen. Und sie haben jetzt eine Lücke gerissen. 5 Punkte auf Union Berlin, 7 Punkte auf Leipzig und Freiburg. Unten in der Bundesliga völlig irre. Hertha BSC 20 Punkte, Stuttgart 19, Hoffenheim 19, Schalke 19, Bochum 19. Das macht aber Laune. Und wir gucken mal, wie es heute weitergeht in der Bundesliga mit zwei Partien. Nämlich die Hertha, die da eben unten jetzt noch dieses eine Pünktchen Vorsprung hat, spielt um 15:30 in Leverkusen. Kann bei einem Sieg sich Luft verschaffen. Aber wenn nicht, hängen sie genauso unten mit drin in diesem Gruppetto, möchte ich es mal nennen. Und weiter oben, Wolfsburg. Verzeihung, Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Da geht es dann natürlich um den Anschluss an die internationalen Plätze. Mal gucken, wer sich da durchsetzt. 17:30 diese Partie und beides live auf der Zone zu sehen. Zweite Liga. Auch da muckelig. Wir haben oben jetzt Darmstadt 49, HSV 48, Heidenheim 46 Punkte. Und dann 7 Punkte erstmal nix. Also das Trio ist weg, vorerst. Aber ganz schön eng zusammengerückt durch den Heidenheimer Sieg gestern gegen Darmstadt. Der HSV hat auch gewonnen. Und jetzt wird da der Dreikampf ausgefochten an der Spitze. Und auch hier am Ende, punktgleich jetzt, also fast punktgleich, 21 Punkte Braunschweig, 20 Bielefeld, 20 Sandhausen, 20 Regensburg. Also wollen wir auch nicht meckern. Die Tabellen gibt es nochmal ganz ausführlich dann im Laufe der nächsten zwei Tage. Entweder morgen oder übermorgen. Ich muss mal gucken, einer von den nächsten beiden Tagen machen wir hier Spezialvideo mit Basti zu den DEL-Playoffs. Und an dem anderen Tag baue ich die Tabellen ein. Das gucke ich nochmal Montag, Dienstag, eins von beiden. Am besten beide Tage anschauen, dann verpasst ihr nichts. Heute 13:30 Braunschweig gegen Bielefeld. Also Abstiegsduell vom Feinsten. Dazu Rostock gegen Karlsruhe und Fürth gegen Hannover. Auf Sky Bundesliga das Ganze zu sehen. In der dritten Liga heute zwei Spiele. 13 Uhr Essen gegen Bayreuth und um 14 Uhr Oldenburg-Duisburg. Beides auf Magenta Sport. Da gibt es auch die Frauenbundesliga, wo gestern Wolfsburg verloren hat gegen Hoffenheim 1:2. Erste Niederlage für die Wolfsburgerin überhaupt in der Saison. Wären trotzdem Meister, aber Respekt, Hoffenheim. 13 Uhr heute Köln, Leverkusen und Duisburg-Potsdam und um 16 Uhr Meppen, Essen und Bremen gegen Bayern auf Magenta Sport alle vier zu sehen. Die Premier League gestern, das war auch so ein Ding. Meine Güte, Manchester gewinnt City. Und dann Arsenal gegen Bournemouth 0:2 hinten nach einer Stunde. Erst nach 9 Sekunden im schnellsten Tor der Premier League-Geschichte gefangen, die Gunners. Dann 0:2 nach einer Stunde hinten, aber völlig dominiert das ganze Ding. 80% und mehr Ballbesitz. Irgendwie 17:1 Ecken, 30:4 Torschüsse für Arsenal. Und dann haben sie in der letzten halben Stunde tatsächlich noch gedreht auf 2:2 und in der 7. Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt. Da stirbst du als Fan. 1000 Tode. Ja, aber, und bist 20 Jahre älter. Aber am Schluss bist du trotzdem happy, dass so ausgegangen ist. Heute aber das Spiel. Liverpool gegen Manchester United. 17:30 auf Sky Premier League. Kann man auch immer irgendwie gucken, glaube ich. Diese Partie. Nottingham Forest gegen Everton macht um 15 Uhr den Beginn. Auch das auf Sky Sport Premier League. Dann gucken wir nach Frankreich. Da hat PSG wieder gewonnen gegen Nantes. Also die glaubt, die lassen sich jetzt auch nicht mehr aufhalten. Lens und Lille unentschieden, also die Verfolger, die wollen glaube ich nicht mehr. Heute Abend noch einen Versuch mit Olympique Marseille, die spielen in Rennes um 20:45. Ob die da noch was reißen, das bin ich mal sehr gespannt. Kann man gucken auf The Zone, wenn man das möchte, aber it's the final countdown, würde ich sagen. Serie A, Napoli hat verloren, daraufhin verliert auch Milan in Florenz gestern und jetzt kann heute Inter plötzlich nach vorne schießen, wenn sie das wollen. Da wollen werden sie es wahrscheinlich, aber wenn sie es hinbekommen. Oder auch die Roma, die können profitieren heute spielen. Beide, und zwar Inter um 18 Uhr gegen Lecce und die Roma um 20:45 gegen Juventus. Das ja auch noch hofft auf internationales Geschäft. Beide Spiele zu sehen auf der Zone. Und die spanische Liga, die kommt daher um 16:15 Uhr mit Barcelona gegen Valencia und um 21 Uhr mit Betis gegen Real Madrid. Gestern Abend schon Atletico Madrid 6:1 gegen den FC Sevilla gewonnen. Das war auch meine Ansage. So, dann gucken wir zum Wintersport. Nordische Ski-Weltmeisterschaften, die neigen sich dem Ende entgegen. Es gab im Team Skispringen der Männer keine deutsche Medaille. 5. Platz am Schluss von der Großschanze. Gold hier für Slowenien vor Norwegen und Österreich. Dann gab es nochmal nordische Kombination. Auch da keine Medaille aus deutscher Sicht. Jarl Magnus Rieber gewinnt hier erneut aus Norwegen vor Jens Lurás Øvstebro
oder Uftebru oder Uftebru oder wie man da sagt, auch aus Norwegen. Und Johannes Lampater, Österreich, wird Dritter und holt die Bronzemedaille. Und dann gab es noch den Massenstart, 30 Kilometer klassisch bei den Frauen. Da hatten wir auf Katharina Hennig so ein bisschen gehofft. Die wird am Schluss aber nur Siebte, oder nur Siebte, gute Siebte. Aber die Medaillen gehen woanders hin, nämlich an Ebbe Andersson, Schweden, vor Anne Kjersti Kalva aus Norwegen und Frida Karlsson aus Schweden holt hier die Bronzemedaille. Dann gucken wir kurz, was noch los war abseits der Weltmeisterschaften. Es gab Biathlon-Weltcup, Verfolgungsrennen mit zwei norwegischen Siegen. Johannes Tinius Bø gewinnt bei den Männern aus deutscher Sicht Doll auf der 4 und Rees auf der 9. Top-10-Platzierung bei den Damen, auch in Novo Mesto, gewinnt Marte Ølsbø-Røiseland, auch Norwegen. Und aus deutscher Sicht hier Hermann Wick 6 und Kebinger 7, die beiden Bestplatzierten. Und Ski-Alpin gab es auch noch, die Abfahrt der Männer in Aspen geht nach Norwegen. Alexander Armut Kilde gewinnt hier vor unter anderem Sander auf 9 und Baumann auf 11. Und dann gab es noch eine Abfahrt der Damen in Kvitfjell mit dem Sieg für Kajsa Wikhoff-Lee, Norwegen. Und hier wird Emma Eicher die beste Deutsche auf der 23. Also norwegische Siege, wohin man schaut. Heute gibt es nur noch ein kleines bisschen Wintersport, gar nicht so viel los. 10.30 Uhr gibt es Ski Alpin Super-G der Frauen aus Kvitfjell. 11.30 Uhr Biathlon-Staffel, also Mixstaffel Biathlon aus Novo Mesto. 11.30 Uhr, ich schon gesagt, 12 Uhr dann das letzte Weltmeisterschafts-Wintergold in diesem Winter. Nämlich von der Nordischen Ski-WM, der Massenstart der Männer über 50 Kilometer aus Planica, 12 Uhr. 15.15 Uhr die Single-Mix-Staffel vom Biathlon aus Novo Mesto und um 18 Uhr noch ein letztes Super-G der Männer aus Aspen. Und dann ist dieses Wintersportwochenende rum und die WM-Wochen sind dann auch vorbei. Also nur 5 Veranstaltungen, die gibt es aber trotzdem zu sehen im Ersten, live auf sportschau.de im Stream oder auch bei Eurosport zu sehen, das Ganze. Dann Radsport, Strade Bianche gestern, das Rennen geht an Thomas Pidcock, der hat das Ding gewonnen, der noch letztes Jahr Mountainbike gefahren ist in München, wenn ihr euch erinnert. Ich war bei den European Championships und habe ihn da, glaube ich, im Video gehabt, wie er gerade vorbeifuhr. Jetzt gewinnt er hier die Strade Bianche für Ineos Grenadiers und heute geht es im Radsport dann richtig los mit dem Frühjahr, nämlich mit Paris-Nizza. Das ist diese Woche, ich mag diese Woche immer, es ist parallel Tirreno-Adriatico und Paris-Nizza. Die eine durch Frankreich, die andere durch Italien. Zwei Rundfahrten, die uns die Woche hier begleiten werden. Paris-Nizza macht den Anfang, erste Etappe, 13 Uhr. Geht das Ganze über die Bühne und ihr könnt auf Eurosport 1 mit dabei sein ab, das muss ich nachgucken, nee, auf Eurosport 2 könnt ihr dabei sein ab 15 Uhr. So sieht's aus. Mit Tadej Pogacar, mit Jonas Vingegaard, aber auch ein paar deutsche Fahrer am Start. Wenn ihr Lust habt auf Radsport, guckt rein und habt Freude dran. Formel 1. Die Saison hat begonnen in Bahrain mit dem Qualifying. Und da gab es gestern den Sieg und die Pole Position für Max Verstappen. Der startet also vorneweg. Nico Hülkenberg 10. geworden. Schönes Ergebnis für ihn. Und Lewis Hamilton auf der 7. Hatten wir mehr erhofft, um ehrlich zu sein, von ihm. Nein, haben wir nicht. Gegenteil, Quatsch. Doch, nein, haben wir mehr erhofft. Ah, nein, doch, nein. Von Hülkenberg war man positiv überrascht auf der 10, dass er es schafft ins Q3. Und Hamilton auf der 7, der hat natürlich selbst auch vielleicht ein bisschen mehr sich auf. Fernando Alonso möchte ich hier nochmal erwähnen. Der fährt jetzt im Aston Martin. Hat da also ein Cockpit geerbt vom Sportskameraden Vettel. Jo, und fährt auf die 5. Das kann man auch erstmal so stehen lassen. Also die zwei Red Bulls vorn, dann die beiden Ferraris und mal gucken, was heute los ist. Wenn das Rennen startet um 16 Uhr. Nee, ne? Doch, um 16 Uhr geht das los. Also wer Bock hat auf die Formel 1, 16 Uhr seid ihr willkommen. Verstappen vor Perez, Leclerc und Sainz. Ich habe die Namen eben nicht parat gehabt. Jetzt aber. So. Dann gucken wir zur Leichtathletik-Halleneuropameisterschaft. Hätte ich gestern nochmal erwähnen sollen, vielleicht, die findet ja zurzeit immer noch statt. Heute gibt es wieder Streams auf allathletics.tv. Da kann man ab 8 Uhr früh schon gucken. Da läuft gerade der Siebenkampf der Männer. Die machen hier in der Halle keinen Zehnkampf, die machen einen Siebenkampf. Und weitere Entscheidungen, um die es heute geht. Aus deutscher Sicht gab es gestern eine weitere Medaille zu feiern, und zwar für Max Hess im Dreisprung. Der hat Bronze geholt hinter Pedro Picado aus Portugal und Nikolaos Andrikopoulos aus Griechenland. Ja, weiteres dann heute, wenn ihr Lust habt, aus diesem Wettbewerb. Dann schauen wir rüber zur DEL. Da steht heute der letzte Spieltag an, das große Finale. Ich hatte schon angedeutet, und dann gibt es morgen und übermorgen das Vorschauvideo auf die Playoffs, die schon am Dienstag nämlich beginnen.
Was wissen wir schon? Wir wissen schon, dass München auf jeden Fall durch ist mit der Nummer 1. Wir wissen, dass Ingolstadt die Nummer 2 ist. Wir wissen, dass Mannheim, Straubing und Wolfsburg untereinander noch die Platzierung ein bisschen tauschen könnten, aber alle sicher im Viertelfinale stehen. Und der letzte Viertelfinalplatz, der wird heute über den Tisch gehen zwischen Düsseldorf und Köln. Die Düsseldorfer haben 2 Zähler Vorsprung, aber mit Mannheim den unangenehmeren Gegner. Die Kölner gegen Bietigheim heute zum Schluss. Dann haben wir Bremerhaven und Nürnberg, die sicher in die erste Playoff-Runde müssen. Und um den letzten freien Platz in Playoffs rangeln jetzt noch Frankfurt und die Eisbären im Fernduell. Die Eisbären gegen Schwenningen und die Frankfurter, die müssen ran gegen Augsburg. Magenta Sport Sport spendiert uns die Konferenz Free House sozusagen. Wenn man kein Magenta Sport Abo hat, macht nichts. Wenn man Magenta TV besitzt, kann man es gucken auf Magenta Sport Sport für Umme. Los geht das um 14.30 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Und Servus TV hat das exklusive Free-TV-Spiel der Woche. Da nehmen sie Schwenningen zu Gast bei den Eisbären und damit auch die Chance der Eisbären, vielleicht noch reinzurutschen in die Playoffs. Und das kann man dort also begutachten, wenn man das möchte. Habe ich gesagt 14.30 Uhr? Stimmt nicht. 14 Uhr geht's heute los. Sonst 14.30 Uhr, heute um 14 Uhr, alle 7 Spiele. Parallel Düsseldorf, Mannheim, Eisbären, Schwenningen, Ingolstadt, Wolfsburg, Fischtown gegen Nürnberg, Köln, Bietigheim, Löwen, Frankfurt gegen Augsburg und Straubing gegen Iserlohn. Gut, dann gucken wir mal zum Darts und dann freuen wir uns dort mit Martin Schindler. Ja, guck mal einer an. Der hat hier gut begonnen mit seinem ersten Auftritt gegen Simon Whitlock, 10-7 gewonnen. Dann kam er in die nächste Runde, da war Adrian Lewis der Gegner, den hat er 10-5 aus dem Weg geräumt. Und dann stand er plötzlich in der sechsten Runde, das ist dann das Achtelfinale gewesen. Und da hat er sich durchgesetzt gegen Johnny Clayton mit 10-8. Und damit Martin Schindler jetzt unter den letzten 8 Spielern und das ist schon mal ein tolles Ergebnis. Gag ist bei diesem Turnier, es wird nach jeder Runde neu gelost. Es gibt keine Setzliste. Bei der WM ist ja diese stramme Setzliste, dass die 1 und die 2 erst im Finale aufeinandertreffen können. Das ist hier nicht so bei den UK Open. Es wird jede Runde neu ausgelost und da kann es dann eben auch mal jederzeit dazu kommen, dass beispielsweise, wie hier jetzt, Dimitri Vandenberg gegen Gary Anderson antreten muss. Vandenberg hat gewonnen, ist auch im Viertelfinale. Also es gibt da Favoritenstürze en masse und jetzt hat Martin Schindler im Viertelfinale einen verhältnismäßig entspannten Gegner erwischt. Der spielt gegen den Engländer Andrew Gilding. Ich gestehe, den Namen habe ich vorher noch nicht zur Kenntnis genommen. Van Gerwen gegen Aspinall, Rob Cross ist dabei gegen Adam Gavlas aus der Tschechischen Republik und Richie Burnett trifft auf Dimitri Vandenberg. Da hätte Schindler härter treffen können, muss ich sagen. Und es kann durchaus sein, wenn er sich jetzt durchsetzt und kommt ins Halbfinale, hat wieder ein bisschen Losglück. Zack, bumm, stehst du dann mal im Finale. Also wer da Lust hat zu gucken, kann ich nur empfehlen. 14 Uhr geht's dort los mit den Viertelfinalspielen und dann heute Abend um 20 Uhr die Halbfinals und im Anschluss daran das Finale zu sehen auf Sport 1, das alles. Und auf The Zone doch auch, oder? Das ist doch, ja natürlich, das ist ja auch mal die Anlaufstelle für die Darts. Und die enttäuschen uns heute auch nicht. Gut, nordische Ski-WM haben wir schon gehabt. Was fehlt mir noch? Gucken wir mal kurz drüber. Tennis wollte ich noch kurz vermerken. Medvedev gewinnt das Turnier von Dubai gegen Rublev mit 2-0 Sätzen. Und im Turnier von Santiago de Chile ist Yannick Hanfmann jetzt ausgeschieden gegen Jarry. Das hatte ich ja gestern, was in der Hängepartie, bis ich da rausgerichtet habe, wann und wie und wo der spielt. Jetzt ist er doch raus im Viertelfinale. Also die ganze Mühe gestern umsonst gewesen. Was will man machen? Da geht's auch nächste Woche übrigens schön am Mittwoch geht's los in Indian Wells. Das ist ja immer ein Turnier, was ich mag. Große Turniere jetzt in Miami kommt danach dann, die immer über 1,5 Wochen gehen, Herren, Damen zusammen und die Elite am Start. Da kann man mal dann reingucken, wenn es soweit ist. Aber ist noch nicht soweit. Gucken wir erstmal zum Basketball rein. Da gab es in der BBL den Sieg von Bayern München bei Alba Berlin. Das heißt, die Münchner melden sich zurück im Titelkampf mit diesem Sieg. Ich weiß nicht, die haben halt immer noch einen riesen Rückstand, den sie aufholen müssten. Wir werfen ganz kurz einen Blick auf die Tabelle, sehen, Bonn ist immer noch das große Ding vorneweg mit ihren 2 Saisonniederlagen. Ich muss kurz nochmal spicken, bevor ich es falsch sage. Kann schon mal sagen, dass es heute Abend die Bonner um 18 Uhr bei den Fraport Skyliners zu sehen gibt auf Magenta TV TV. Magenta Sport, Sport. Über Magenta TV TV könnt ihr das gucken, also auch für immer wieder, 18 Uhr.
Also Bonn mit 2 Niederlagen immer noch vorne. Alba Berlin jetzt auch 2 Niederlagen auf dem 2. Platz. Und die Bayern haben nach wie vor 6 Niederlagen und sind Dritter. Das ist immer noch, sind 4 Siege Rückstand, die sie haben. Ob sie die nochmal aufholen werden, ist mir schleierhaft. Tendenz geht auf Nein. Die Fraport Skyliners stehen aber am Tabellenende mit dem Rücken zur Wand. Da haben wir Bayreuth auf dem letzten Platz mit nur 3 Siegen. Dann kommen die Frankfurter mit 5 Siegen und dann Braunschweig mit 6 Siegen. Das 2 steigen ab. Das wird also ganz eng momentan für die Frankfurter. Und die empfangen eben heute die Bonner. Und wenn sie das gewinnen, freuen sich Berlin und Bayern. Aber ich glaube nicht, dass sie es gewinnen werden. Auf Magenta Sport am Mittag schon um 15 Uhr Oldenburg-Crailsheim und Ludwigsburg gegen Heidelberg zu sehen. Und wer NBA-Bock hat, der kann um 19 Uhr auf The Zone die Dallas Mavericks gucken gegen die Phoenix Suns. Und um 21.30 Uhr im Anschluss dann die Golden State Warriors zu Gast bei den Los Angeles Lakers. Apropos, ich habe noch ein Eishockeyspiel vergessen. NHL gibt's auch. Um 21 Uhr die Carolina Hurricanes empfangen die Tampa Bay Lightning. Live natürlich zu sehen auf Sky Sportmix, aber auch als Free-TV-Spiel auf Pro7 Max. Das ist dieses eine Spiel, was auf Pro7 Max jetzt immer pro Woche im Free-TV gesendet wird. Und diese, also es ist nicht immer das eine. Ja, diese Woche ist es dieses Spiel. Und es gibt jede Woche eins und es wechselt aber. Es gibt nicht jede Woche diese Paarung zu sehen. Keine Angst. Gut, dann haben wir das auch geklärt und dann sind wir, glaube ich, durch. DFB-Pokal der Frauen wird noch ausgelost heute, sage ich euch morgen auch, wie es ausgegangen ist. Ich schaue nochmal kurz drüber. Eishockey hatten wir, Tennis hatten wir, Basketball hatten wir, Formel 1, Radsport hatten wir. Siehste, war doch noch was hier. Handball gibt es noch, die Handball-Bundesliga mit dem Knallerspiel heute. Das will ich natürlich auch nicht verschweigen. Beste kommt zum Schluss. Keine Sorge. Und zwar um 14 Uhr heißt es in der Handball-Bundesliga SC Magdeburg gegen Füchse Berlin live auf Sky Sport Mix. Es geht um nicht weniger als um die deutsche Meisterschaft, wenn man sich diese Paarung so anguckt. Die Füchse Berlin, ja mit einer tollen Saison bisher, liegen an der Tabellenspitze. Natürlich jetzt nicht ganz alleine, aber sie haben 37 Punkte. Die Rhein-Neckar-Löwen ebenfalls 37 Punkte, THW Kiel 34 Punkte. Und die Magdeburger, die haben 31 Punkte und damit 6 Zähler Rückstand auf die Füchse Berlin, aber auch 2 Nachholspiele. Zum Beispiel jetzt gegen die Füchse Berlin. Wenn sie das gewinnen, die Magdeburger, haben sie 33 Punkte. Noch ein Nachholspiel gewinnen, haben sie 35. Dann mischen sie richtig mit da oben. Also ganz wichtiges Ding. Die anderen spielen aber auch um 16 Uhr, nämlich zum Beispiel die eben genannten Kieler, die spielen gegen Leipzig. Flensburg-Handewitt gegen Hamburg, Hannover-Burgdorf gegen Hamm-Westfalen und Erlangen gegen Lembo. Das gibt es dann in der Konferenz oder auch per Einzelspiele live zu sehen. Natürlich auch auf Sky Sport Mix. Das war's. Ein schöner Sonntag liegt da also vor uns an vielen Fronten. Wir gucken mal morgen oder übermorgen. An einem der beiden Tage gibt es die Tabellen aus dem Fußball und an dem anderen Tag gibt es Eishockey-Vorschau mit Basti. Ich gucke mal spontan, was wohin gebaut wird, aber wenn ihr diesen Kanal abonniert und das kleine Glöckchen drückt, dann kriegt ihr sowieso Nachricht, wenn irgendwas Neues da ist. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, würde ich sagen. Viel Spaß beim Sport gucken heute, einen schönen Sportsonntag euch, was immer da euch anspricht, immer was euch da raussucht, Fußball, Eishockey, Radsport, Formel 1, ist ja genug dabei heute. Macht's gut und wenn ihr Lust habt, gerne bis morgen wieder. Tschüss.